Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Der DAX hat einen neuen Rekord geholt. Also endlich auch der DAX, nachdem ja vor allen Dingen in den USA, aber eben auch MDAX, SDAX und Co. einen Rekord nach dem anderen hingelegt haben. Jetzt kann man sich fragen, geht's im DAX auch so weiter? Momentan sieht's nicht danach aus. Also der Markt ist nicht voller Motivation nach vorne gerannt. Es gibt nicht schon wieder einen neuen Rekord, sondern der DAX hat stattdessen diese runde Marke schon wieder verloren. 14.000 Punkte sehen wir von unten. Herr Thieme, wie ist denn die Lage aus Ihrer Sicht? Die Lage ist immer so wild flüssig. Das heißt, es gibt keinen klaren Trend, sondern der Markt versucht erstmal die Rekordhöhen, die wir gesehen haben, 14.200 gewesen, dass man das erstmal verdauen muss. Und ich hatte gestern gerade in meiner Marktprognose auch mal die Analyse vorgetragen, dass man sich überlegen muss, wie sieht denn der Anstieg aus? Seit Oktober, wir hatten ja im Oktober eine Korrektur gehabt, als der DAX-Index unter die 11.500-Marke kurzfristig fiel. Wir kamen von 13.600 her und dann ging es zügig aufwärts. Und zwar in der Erwartung oder Hoffnung, dass es zu einem politischen Wechsel käme, der dann auch eintrat. Wenn auch knapp, aber er trat immerhin ein. Und seitdem ist immerhin der DAX von rund jetzt 11.500 gestiegen über die 14.000-Marke. Das ist ein Anstieg von rund 23%. 23% in gut 3 Monaten würde bedeuten, dass wir hier einen Anstieg sehen, der über 80% auf das Jahr hochgerechnet ist. Das ist in etwa das Zehnfache dessen, was der DAX in einem normalen Börsenjahr, wenn man zurückgeht auf 1988, als der DAX zum ersten Mal notiert wurde, also betreffen würde. Also das Zehnfache. Wir fahren mit der zehnfachen Geschwindigkeit auf der Aktienautobahn, wie ich immer sage. Das heißt in anderen Worten, wenn die Höchstgeschwindigkeit bei 130 oder 120 liegt oder 140 oder 150, dann fahren wir jetzt schon hier noch nicht mit Überschallgeschwindigkeit, aber wir fahren mit einigen 100 Kilometern, also 250 wäre so ein Minimaß oder 350 Stundenkilometern. Jetzt die Frage an unsere Börsianer, unsere Clubmitglieder, wer ist denn schon mal über 300 Kilometer auf der Autobahn gefahren? Ich glaube, da werden sich ganz, ganz wenige Hände erheben. Mein Rekord liegt bei knapp 250, die im Vorstand meines Bruders gefahren wurde, nicht wahr? Und das ist schon eine ganz schöne Geschwindigkeit. Aber 300 habe ich noch nie erreicht, geschweige denn 400 oder 500. Und das ist zurzeit die Geschwindigkeit, die wir, wenn wir jetzt bemessen, was seit Oktober oder November der Fall ist, mit der wir fahren. In anderen Worten, kommt eine Baustelle, müssen wir scharf bremsen. Kommt eine Umgehung, müssen wir sogar mal zurückfahren. Und dieses Bild sollte man einmal benutzen, um die börsentägliche Entwicklung vorzunehmen. Gleichzeitig haben wir eine Bewertungsbasis, die historisch gesehen, wenn man mal die Vergleichbarkeit zum Rentenmarkt weglegt und nur den Aktienmarkt betrachtet, die an der obersten Grenze liegt. Wir sind da rund 20-30% überbewertet, wenn man so mal Pauschales sagt. Das gilt sowohl in Deutschland, das gilt auch in den USA und auch den anderen Märkten. Das heißt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist weit über der Norm. Aber Anlage ist ja relativ zu sehen. Man muss es immer vergleichen, was ist denn meine Alternative? Einmal ist die Alternative zum Investieren an der Börse oder am Rentenmarkt natürlich das Bargeld. Nur das Bargeld bringt zurzeit gar nichts. Früher bekam man Geld fürs Bargeld. Das war zwar nicht viel, aber konnte in etwa die Inflationsrate aufrechterhalten. Das muss man sagen, man hat da nicht Geld verloren. Heute ist die Inflationsrate im Schnitt so um die 1%, 1-1,5% maximal. Man will aber 2% anstreben, also liegt darunter. Bargeld ist deswegen nur ganz temporär zum Parken geeignet, aber nicht für Langfriststrategien. Am Rentenmarkt kriegen wir in Deutschland negative Zinsen. Das heißt, mir wird Geld abgezogen im Jahr. Ein kleiner Betrag nur vom 0,5%, wenn man 10-Jährige kauft. Aber immerhin jedes Jahr 0,5% zu verlieren, das addiert sich dann auch in einem Lebensalter auf eine ganz schöne Summe, die man dann nicht mehr hat. In anderen Worten, in Relation zum Rentenmarkt, wo 10-Jährige Anleihen normalerweise um die 4% rentieren, allerdings bei einem Inflationssatz, der auch um die 2% liegt, nicht wahr, kann man dennoch sagen, ist der Aktienmarkt konkurrenzlos und so betrachtet sogar immer noch 10-20% unterbewertet. Das heißt, wir sind hier in dieser Schere oder in der intellektuellen Klammer, wo wir sagen müssen, was wollen wir betrachten? Den absoluten Vergleich sind wir zu teuer. Den relativen Vergleich, da haben wir noch Potenzial. Das heißt, im Klartext nach oben hin ist trotz der luftigen Bewertung der DAX durchaus. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.